Drive fast. At the track and be slowly on the opposite. Ja, jetzt. Jawohl, einen Applaus, wunderbar. Woran alles einsetzt, also ich war bei Wilson Bates. Also ab und zu bin ich ganz privat unterwegs und dann eher Offroad. Offroad? Ah, da fährst du natürlich mit BMW, oder? Ja, freilich. Und wie viel Grad hat es unter der Jacke? Gefühlte 80 Grad. BMW 100 RSR von Markus Düßmann aus München. Und beim letzten Lauf aus, wer vorne sein will. Ja. So, liebes Publikum, jetzt habt ihr die Wahl. Hier mit einem Cafe Racer Style gegen den Scrambler Style von Sven Marx. Wir beginnen mit dem Start. Wenn die Jungs fahren, die Jungs hören euch nämlich auch, dann ist das noch umso besser. Hier Marco Kramer aus Berlin gegen Jörg Tull aus Illingen. Das ist nicht so einfach, liebes Publikum. Die Männer müssen sich sehr stark konzentrieren. Kupplung ist gezogen, Gang ist drin und jetzt geht's los. Ganz klar weiter und das ist schon so ein bisschen ein. Da war kein Gras gewachsen für den Brand gegen die schnelle BMW. Und jetzt hier Steffen Wittig. Strecke wurde freigegeben und jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, also ich würde sagen, Applaus für die beiden. Um sie zu schlagen. Und deshalb nochmal, das ist eine echte Fighterin. Wir werden wiedersehen. Applaus für unsere Amy. Und bleibt dem Motorsport treu. Auf jeden Fall danke und viel Erfolg den anderen. Danke dir, Amy. So, Jörg, jetzt habe ich das auch mit den Interviews gemacht. Und jetzt geht es weiter mit dem Rennen. Jetzt geht es weiter mit dem besten Abend. Ja. Hier wird kein Material geschont. Jawohl. Oh, das wird ganz klar. Das wird ganz gespannt. So, jetzt geht es ums Ganze, um den letzten Platz im Halbfinale. Super! Alles natürlich mit BMW 2-Ventiler. Wer zieht ins Finale ein? Einen herzlichen Applaus für unsere zwei! Beides gute Starter, das wird spannend. Und wir sehen Uli Beppler und Steffen Wittig im Finale. Handshake, sehr kameradschaftlich, sehr fair. Finale. So, grande Finale. Steffen Wittig gegen Uli Beppler. Unsere Finalisten, Steffen Wittig und Uli Beppler. So. Steffen ist bereit, sein Kontrahent auch. Und es geht jetzt an die Startlinie. Jawohl, genau. Gibt's Gas! Und es geht um den Sieg. Achtet auf die Laura, die Fahne geht gleich hoch und wenn sie runterspringt, los geht's! Und Steffen, ich glaube, es war wieder
Und hier aber jetzt mal Applaus hier. Und wieder sich freut. Ja? Uli Böppler, der gewonnen hat. Ja? Ganz stark. Ganz stark. Steffen, mit ganz, ganz auf viel Kraft. Uli. What is your alibi if you were somewhere else and we won't have to die? I spoke not a word. So, vielleicht schon mal bitte, können wir die Musik kurz ausmachen, das wäre nett, weil...